Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zur neuen Folge von Die Letzten von uns, Part 1 PS5 Remake. Ich freue mich sehr, dass du wieder auf unserem Video, Leute, wie ihr Kinder gerade gesehen, so brennt gerade irgendwie sehr viel in diesem Hotel. Wir mussten einige Hunter besiegen, es war auch eine brutale Sache auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir weiterziehen, hier raus aus dem Gebiet und hier fliehen mit Joe und Ellie, würde ich sagen, Leute, liken, wenn es gefallen hat, supportet gerne, zweite Support ins Projekt, mich sehr freuen natürlich darüber. Und dann, ja, weiter rein und ja, mal gucken, was wir jetzt noch sehen werden hier in dieser Stelle. Hey, hoffe aber nicht mehr so viele. So viele Hunter. Gehen. Oh nein. Ist das die Stelle? Ich glaube, das ist die Stelle, Leute. Die The Last of Us Zocker wissen, von ich rede, glaube ich. Ich hoffe, das ist nicht die Stelle, ne? Ich hoffe, das ist eine andere Stelle, aber ich befürchte stark, das wird es leider sogar sein. Oder? Mal sehen, wo wir landen. Okay. Ja, jetzt müssen wir endlich raufspringen, aber ich würde eigentlich nicht raufspringen. Ich würde lieber eigentlich runterklettern und normal, ja, hinuntersteigen, aber wir müssen leider springen. Oh shit, schnell, weiter, weiter. Ellie, nicht springen, nicht springen, Ellie, nicht springen. Ja. Ja. Na gut, dann Räuberleiter. Obwohl, das Springen ist nicht mal so schlimm. Ich glaube, jetzt wird's bisschen brenzliger. Such mir was zum Hochklettern. Okay, los geht's. Okay. Mir geht's gut. Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tode erschreckt! Ja, wir können nichts dafür, Ellie! Ich will deine Mutter, okay? Nein! Bleib da oben! Genau, bleib oben, bleib oben. Nicht runterkletzen, Ellie, dann stirbst du sogar noch vielleicht, ey. Aber gut, dass da Wasser war. Ich glaube, ohne Wasser wäre Joe eigentlich jetzt einfach nur noch tot. Was auch klar ist, ne, Leute? Ja, ich glaube, das ist die Stelle mit dem, ja, ich spoil jetzt einfach mal mit dem fetten, ekligen Drecksbloater, der uns dann verfolgen wird hier in diesen Enggassen, also, auch schon ein bisschen Horror-like, muss ich sagen, gefällt mir nicht so ganz. So, können wir was bauen hier? Leider nicht, weil das Wasser zu hoch ist bestimmt, ne? Kannst du raufklettern, Joe? Ich würde gerne das Alkohol noch mitnehmen, aber Joe lässt mich leider nicht das mitnehmen hier. Dann laufen wir mal weiter. Können wir hier raufklettern vielleicht? Können wir irgendwas bauen vielleicht? Na gut. Was meinst du, Joel? Ah, das ist der wahre Weg, wa? Genau, genau. Warte ganz kurz, Joel. Du musst doch kurz ein bisschen nass werden hier. Dankeschön. Geht's hier irgendwie rein? Ja, ich glaube, hier geht's sogar rein, Leute. In so einem Secret-Raum oder so. Schwimmen wir mal hier rein. Mal schauen, was wir hier finden werden. So, Kuckuck, hallo, was geht? Wir können nicht hochsteigen. Oh, wir müssen hier lang, schnell! Unsere Luft ist knapp, Leute, schnell! Alter, boah, das ist das Schlimmste, ne? Irgendwo runtertauchen und dann ist oben alles versperrt und ihr kommt nicht mehr hoch und dann trinkt einfach. Das ist auch so ein Albtraum, ne? Achso, das ist der wahre Weg, Leute. Das ist der wahre Weg. Der andere Weg mit der Tür, ich glaube, da wäre alles eingestürzt worden. Oder die Tür ging gar nicht auf. Ich weiß nicht mal ganz, aber ich glaube, die Tür ging nicht mal auf. Deswegen laufen wir einfach hier weiter. Ich hoffe, die eine Tür, die wir jetzt gerade jetzt nicht aufgemacht haben, ist jetzt kein Secret-Raum mit viel Loot. Ich hoffe einfach mal. Ich gehe jetzt nicht zurück. Ist jetzt auch egal, Leute. Oder das ist hier ein Secret-Raum. Ich glaube, das ist der wahre Weg leider. Na gut, egal, wir hoffen, dass es jetzt kein krasser Raum war oder, ja, ein Raum voller Loot. Ich hoffe einfach, da ging es eh nicht mehr weiter. So, genug gestanden. Wir haben sogar ein Messer hier, Leute. Ich glaube, wir müssen sogar mal ein paar abstechen vielleicht, wenn wir es können. Aber hier geht es irgendwie auch nicht weiter. Ah, doch. Hier geht es sehr wohl weiter, Leute. Wir müssen wieder untertauchen. So. Zack.
Boah, die Wassertropfen, die ganzen Wassereffekte wieder so grandios gemacht sind. So, sind wir jetzt vorbei? Ich hoffe mal. Genau. Oh! Das war close, Joel. Du hast fast was eingeatmet, ey. Wir sind aber reingerannt, Leute. Oh, ja, das ist die Stelle. Oh, Mist. Und ich höre sogar Klicker. Geh weg, ihr Ratten! Die haben safe diese ganzen Sporen in sich und auch an dem ganzen Fell, Alter. Aber habt ihr es gerade gehört, Leute? Da waren gerade Klicker. Ich hab's gerade gehört. Ihr könnt mich nicht verarschen, Klicker. Ihr könnt mich nicht verarschen, Alter. So, also wir haben jetzt sehr viel Loot. Sogar zu viel Loot, will ich sogar sagen. Also wir können jetzt eigentlich nichts mehr bauen. Oder nichts mehr anwenden. Heißt, wir können jetzt dann hier vielleicht ein bisschen mit Molotovs werfen. Und auch mal ein bisschen verschwenden, sage ich mal, ne? Würde ich jetzt mal sagen hier. Habt ihr es gerade gehört? Entweder halluziniere ich gerade und bin ein bisschen durchgeknallt oder ich habe gerade echt was gehört, aber ich glaube, jetzt sollten wir eigentlich noch befreit sein vor irgendwelchen Zombies. Sind die Stalker da oder wie? Also die Stalker kommen safe im zweiten Teil vor, aber ich weiß nicht mal ganz, ob die im ersten Teil vorkommen, die Stalker. Ich wusste es. Hier ist doch jemand oder irgendwas. Das waren nicht meine Schritte, oder? Oder waren das die Schritte von Joel jetzt trotzdem? Ich glaube, das waren doch die Schritte von Joel. Egal, Leute. Hier ist der Generator, wa? Genau, den müssen wir jetzt anschmeißen. Und gleich wird es sehr, sehr actionreich, kann ich schon mal sagen, ey. So. Zack. Oh mein Gott! Die Stalker sind doch da! Die Stalker sind doch da! Oh, ich hasse die Dinger. Das war nicht im Originalteil, dass die einen anspringen danach. Das war nicht da, Leute. Das könnt ihr mir nicht sagen. Generator einschalten war normal. Joel! Was wird denn das hier? Waren die Stalker da im ersten Teil? Ich muss ausweichen. Die können... Scheiße. Nein, Leute. Ich kann mich an das nicht mehr erinnern, an die Stalker. Die Stalker wurden neu reingemacht, oder? Also, ich weiß, ich frage halt ein bisschen viel, aber ich bin ein bisschen verwundert auch. Weil eigentlich, wenn man den Generator einschmeißen will, dann kommen nicht die Knechte von hinten. Du dummer Wichser. Wie viele gibt es denn hier? Haben wir es jetzt hier? Ich hoffe, wir haben es jetzt. Es reicht. Meine Güte, Mann. Hört doch auf. Die verdammten Stalker, ey. Das sind so nervige Gegner. Ne? Das sind halt so Feige-Zombies. Feige-Infizierte. Die verstecken sich immer und greifen dann an, wenn sie angreifen können. Wenn wir den Rücken zu einkehren und so. Ja. Das ist so eine feige Scheiße, ey. Wir müssen weg. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jesus Maria Christus. Ich bitte euch, lasst mich in Frieden. Nein, halt dich doch, Joel, er hat sich nicht geheilt. Heil dich. Ihr verdammten Stalker. Die waren eigentlich Klicker, Leute. Die waren... Klicker und Stalker? Was ist denn das? Komm her. Komm her, Dickerchen. Der will nicht sterben. Na! Oh, shit. Das sieht sogar hier viel brutaler aus in dem Teil. Weg hier. Wir müssen weg hier.
Boah, die sind so nervig, ne? Die sind nerviger als im zweiten Teil. Wirklich. Was ist das für eine Stelle? Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott, was sehe ich hier, Leute? Was sehe ich hier? Was muss ich hier gerade erleben mit den Stalkern? Der ist immer noch bei der Blauter. Der will nicht sterben, dieses verdammte Mistvieh. Stirb jetzt bitte, bist du tot? Endlich! Leben die Stalker noch? Die waren eigentlich Klicker, das könnt ihr mir nicht sagen in dem Originalteil. Aber jetzt haben die es aber ausgetauscht zu Stalkern. Und die sind hier sau nervig. Die sind nervig jetzt im zweiten Teil, kann ich. Drecksviecher. Wirklich, man kann nur auf die spucken. Ich pinkele auf die, scheiße auf die, ich spucke auf die. Alles, was ich aus meinem Körper raustragen kann, schmeiße ich auf diese Drecksviecher. Wirklich, den ganzen Schleim hochwürgen und auf die spucken, ey. Dann bin ich doch lieber Team Klicker. Da mag ich die Klicker doch ein bisschen mehr. Die Stalker sind einfach hinterlistige Dreckschweine. Wie kann man denn so hinterlistig sein? Meine Güte, ey. Die verstecken sich wie so die letzten Drecksviecher, ja? Und dann, kommen die an Angriffen, wenn sie dann können. Meine Güte. Ja, okay, Spiel, ich weiß. Warte ganz kurz. Siehst du die Visitenkarte, diese Schlüsselkarte, die wir brauchen, um vorbeizukommen? Das ist sehr gut. Herr damit. Dann nix wie raus hier. Bauen wir jetzt mal noch was schnell auf hier. Also hier haben wir doch ein bisschen Loot verbraucht, das ist aber sehr gut, muss ich sagen. Endlich mal wieder ein bisschen Loot gebraucht, ein bisschen Probleme gehabt in dem Spiel. So, ich weiß, unten war ein bisschen Loot, aber mir ist es sowas von egal. Ich werde es aber weiterziehen hier, raus hier aus diesem Untergrund. Hier ist wieder sehr viel Loot, das gefällt mir. Sag ich. Okay, hast du was gedroppt, du fette Sau? Oh! Eine Nagelbombe? Ich dachte, die ist hochgegangen, die Nagelbombe, aber die anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Oh, lecker. Stalkerblut, wie ich es doch liebe. Glaube ich, war sogar ein Raum mit einem Messer, also halt Messerraum, sage ich mal, wo wir Loot bekommen können. Das war irgendwo hier, dieser eine Raum. Oder muss ich weiterlaufen vielleicht? Glaub, ich muss weiterlaufen. Also wenn sie jetzt diese Stalker in diese komischen Sporen hereingetan haben, die Entwickler, dann mache ich das Spiel aus. Lad nach, Joe, lad nach. Lad die Waffen nach und dann rein hier. Ey, wehe. Boah, Gänsehaut gerade habe ich, ey. Ich habe gerade so Gänsehaut, ne? Das ist schlimm. Also, wenn ich in so einer Apokalypse wäre, in The Last of Us mit diesem Pilzsporn, wo alles sich auch noch ausbreitet. Boah, ich habe so Gänsehaut gerade, ne? Ich würde mich einfach in die Ecke setzen und, ja, so machen bei mir, wenn ich eine Waffe hätte. Also würde ich sogar Retalk machen, Leute. Ich weiß nicht, wer hier überleben will. Ich auf jeden Fall nicht, kann ich schon mal sagen. Du hast doch Schlüsselkarte, Joel. Die hast du doch hier. Sesam, öffne dich. Endlich. Halleluja. Aber hier war doch mal ein Raum. Ich muss zu Ellie. Hier war doch mal ein Raum mit Loot. Ich schaue nochmal schnell nach. Wenn nicht, dann gehe ich weiter. Na gut, dann gehen wir mal weiter und ab zu Ellie schnell. Ab zu Ellie. Ich glaube, oben waren noch ein paar Hunter, oder? Kuckuck. Ah, das war hier genau, Leute. Das war hier mit dem einen Raum. Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass hier ein Raum ist. Noch ein paar Pfeile, sehr gut. Her damit hier. Sehr, sehr geil. So, das war hier. Oder? Nee, das ist hier nicht gewesen, aber in den anderen Raum bestimmt. Mit dem Lootraum, sage ich mal. Zack, zack, zack. Hier muss es sein. Ah, hier war die Werkbank nur. Egal. Hört nicht auf meinen Geschwafel, Leute. Ich rede gerade so viel hier ein bisschen. Wegen den ganzen Stalkern. Die haben mich gerade ein bisschen wahnsinnig gemacht. Deswegen rede ich so viel Schwachsinn. So, wie viel habe ich jetzt hier? Noch 90? Noch unten noch 10 Stück brauchen wir. Dann kriegen wir diese schwankende Waffe, sage ich mal. So, dann mal gucken, okay, was wir jetzt hier so zusammengekratzt haben an Schrauben. 200 Schrauben, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut sogar. Nachladetempo können wir hier nicht verbessern, ich glaube bei Stufe 3, ne? Genau, Stufe 4 sogar brauchen wir hier. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Rückstoß mal. Bisschen vermindern tun hier. So, bisschen wischi wischi.
Waschi waschi und fertig. Okay, ein bisschen rüberwischen und schon ist der Rückstoß verringert worden. Dann, kann man die Reichweite verbessern? Ne, auch erst ab Stufe 4. Ziehtempo, würde ich sogar machen, Leute, Ziehtempo. Ist sogar auch recht wichtig hier, Ziehtempo, wenn es erhöht wird. So. Dann haben wir... Oh, warte. Wir können, glaube ich, hier eine Zielveränderung reinpacken. Oder Magazinkapazität erhöhen. Wir können sogar beides machen. Machen wir beides hier. Zielveränderung, let's go. Genau, einen Scope reinmachen hier. Schadet ja auf jeden Fall nicht. Dann noch ein bisschen Magazin mehr. Mehr Schuss reinmachen. Heißt, wir können dann ab 2 Schüssen dann nachladen. Auch eine gute Sache. Also, geil. Ich liebe die Animation hier. Das ist... Einfach Augenschmaus für mich, ey. Nachladetempo, komm, 15 Schrauben nur. Machen wir alles rein, Leute, komm, alles reinklatschen, hier, was wir haben. Sehr, sehr geil. Guck mal die einzelnen Animationen hier, ey. Das ist so grandios gemacht, ne, wirklich. Und generell einfach die Waffen, wie das aussieht da am Holz und so, wie das geschliffen wurde, die einzelnen Texturen. Das ist alles designtechnisch so grandios gemacht, ey, wirklich. Das ist so hart, ne. So, einiges verbessert hier, ja, sehr viel verbessert, sage ich mal. Nachladetempo verbessert hier, Zielfeuer reingepackt hier, mehr Munition am Revolver oder am Gewehr, sage ich mal. Alles sehr, sehr geil. So, dann würde ich sagen, laufen wir weiter erstmal. Und, ja, dann suchen wir Ellie. Oh. Oh! Na los doch! Erwischt! Was passiert, wenn wir eigentlich den abschießen und der Klicker dann frei rumläuft? Das wäre auch eine Frage. Heute nicht. Du? Heute nicht. Okay, schwärmt aus und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Da kam sie genau richtig gerade. Schnauze. Der Bogen ist eine sehr wichtige Waffe im Spiel. Wirklich sehr, sehr wichtig, ey. So, 3 Munition hier, leider keinen Fall bekommen. Ich hatte eher einen Fall bekommen, also eher einen Fall genommen als Flintenmunition, bin ich ehrlich mit euch, aber... Geht das nicht durch, oder wie? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der ist bei mir. Kurz mal Reise nach Jerusalem spielen, Leute. Ich habe das Spiel gehasst damals, Reise nach Jerusalem. Ich habe das so gehasst, ey, aber... Jetzt müssen wir ein bisschen taktischer spielen. So, Kuckuck. Kleine Maus. Ich bin hier. Jetzt nicht umdrehen, 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 nicht umdrehen. Ich muss es machen. Ich musste es machen, Leute. Es war so eine geile Gelegenheit gerade. Ich weiß nicht warum. Ich wollte es einfach machen. Ich wollte es einfach machen gerade. Komm her, Kleiner. Verdammt! Da drüben! Hallo! Scheiße! Du bist dran, Kleiner! Du bist dran! So. Wir testen mal hier das neue Gewehr. Was sagt ihr, Leute, hä? Ah, Gesicht wäre geil gewesen. Okay, Munition sparen wir uns erstmal. Bruder, Moment. Wie viel schluckst du? Immer mit der Ruhe. Oh. Alles ist cool, Mann. Ah. Hä? Du dummer Idiot. Alles ist gut, er bückt sich, steht wieder auf und rennt weiter. Jetzt ist er tot. Na gut. Na gut, na gut, na gut. So, dann weiterziehen und ja, nix wie raus hier. Nix wie raus hier aus dieser Scheißgegend, ey. Ah, Leiter, ja. So. Dann hier rauf. Dann let's go, Leute. Oh, da ist jemand. Jetzt bin ich gespannt, Leute, auf diese Animation hier einfach. Das ist auch eine grandiose Stelle hier in dem Spiel. Aber ich bin jetzt ruhig, Leute. Lass mich los, Junge! Holy shit! Wir werden ertränkt, Leute, schnell! Nimm die Waffe, Joel. Nimm die Waffe, Joel! Scheiße. Mann.
erwischt, hä? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Na, dann geh doch, sagt sie. Ey, sei nicht so hart zu ihr. Du wärst gestorben, Joel. Du wärst ertränkt worden. Du wärst da einfach eine Leiche geworden im Wasser. Das will doch niemand. Sei froh, dass Ellie da war. Och, die arme Ellie. Jetzt ist sie ein bisschen sad. Tröst doch mal, Ellie. Willst du nicht trösten? Na, schade. Aber ich muss sagen, die Stelle war wieder in dem Remake-Teil wieder so krass, als Joel aufgestiegen ist aus dem Wasser, wie er geschaut hat. Er wollte nach Luft schnappen. Einfach diese Angst, die er hatte, zu sterben und so. Das hat man alles in Remake-Teil gesehen. Auch noch dieses Gesicht, wo Ellie dann die Typen erschossen hat, wie traurig sie war. Ja, so das sah... Alter, das ist geil. Das sah schon sehr, sehr gut aus, muss ich sagen, Leute. Wirklich, also... Die Emotionen in dem Teil werden umso krasser hier dargestellt. Viele sagen, dass im Originalteil das besser dargestellt wird, aber ich muss da leider widersprechen. Ich finde es dann im Remake-Teil viel, viel, viel geiler gemacht. Also ich weiß nicht, ob es nur bei mir so liegt, aber ich finde, das Remake sieht schon schön aus. Von den Gesichtern her, von der Grafik her, als auch von den Emotionen, die diese Charaktere hier widerspiegeln im Spiel. Also das sieht da alles schon sehr, sehr geil aus. Da würde ich sagen, in der nächsten Folge dann weiterziehen hier mit den beiden aus dem Hotel raus und dann... Raus aus den Hunter-Gebieten hier, diese Idioten, ich hasse die, wie gesagt, da würde ich sagen, Leute, liken, wenn es gefallen hat, ich hasse auch Klicker, sage ich schon, ich hasse auch die Stalker, ich hoffe, die werden nie wieder vorkommen im Spiel, da würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und dann, ciao, meine Freunde, bis dann.